Herzlich willkommen in unserer letzten achten Folge von der Xing Series Transformation der Arbeit. Ich freue mich riesig, bei mir hier ist heute Florian Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von The Do School. Wir haben ihn euch angekündigt, er ist aber auch so bekannt, also weltweit anerkannter sozialer Innovator, Young Global Leader vom World Economic Forum, sehr erfolgreich mit seiner Arbeit mit The Do School, worüber er uns heute ein bisschen berichten wird, und sehr, sehr aktiv in der Aufklärungsarbeit, mit Schreiben, mit Reden, was alles, was neue Wirtschaft betrifft und eine neue Wirtschaftswelt. Ich habe Florian zum ersten Mal bei unserer Purpose-Konferenz in 2020 kennengelernt und seitdem habe ich mir gemerkt, ich muss mit dieser Person nochmal ausführlich und in aller Ruhe sprechen. Und endlich ist es da, das Thema Purpose-Organisation, das letzte von diesem Komplex Transformation der Arbeit. Wir haben über Kommunikation gesprochen, über Zusammenarbeit, über agile Teams, über selbstorganisierte Teams und mit dem Thema Purpose schließen wir das Ganze ab. Ich freue mich sehr, ich sage schon mal auch hallo Florian, herzlich willkommen ins Studio. Hallo Tina, freut mich bei dir zu sein. Zuallererst möchte ich mich bei dir entschuldigen. Wir haben dieses Format vor 10 Monaten gestartet und das Datum so angelegt, dass es an jedem ersten Donnerstag im Monat ist. Also wie ich weiß, hast du auch selber Kinder. Ich auch. Und wenn Schulferien sind, so wie gerade jetzt, weiß ich nicht, welches Datum es ist, welcher Wochentag und ob ein Feiertag ist. Und deswegen ist es mir ausgerutscht. Ich wusste gar nicht, dass heute ein nationaler Feiertag ist. Vielen Dank, dass du trotzdem dir die Zeit nimmst, anstatt mit deiner Familie und bei diesem schönen Wetter draußen zu sein, mit uns über Purpose zu sprechen. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und ich glaube, ich bin in Berlin heute. Meine Tochter geht auch in Berlin in die Vorschule und bei uns ist, glaube ich, gar kein Feiertag. Echt? Also zumindest habe ich sie heute Morgen in den Kindergarten gebracht. Ich hoffe, sie wird dort betreut. Ja, Kindergarten ist immer ein bisschen anders. Aber gut, das freut mich sehr, denn wir haben uns hier riesige Vorwürfe gemacht und weil das Datum schon so lange angekündigt war, haben wir uns nicht getraut, das zu verschieben. Ich sehe auch in dem Chat, Lovely Elokin schreibt, findet das heute statt. Also es findet statt und dank dir, danke, also auch wenn das kein Feiertag ist, super, dass du mitmachst. Bevor wir gleich losstarten, also wir haben versprochen, dass wir uns über Purpose-Organisationen austauschen. Wir gehen auf das Thema Rolle von Purpose für Teams und für mein Lieblingssprichwort, the purpose of organizations ist es, regular people to extraordinary deeds quasi zu befähigen. Das ist so ein bisschen Englisch, aber bevor wir darauf ankommen, würde ich gerne ein bisschen auf dich als Person kommen und einmal fragen, du bist schon mehrere Jahre Unternehmer. Deine Firma ist in verschiedenen Kontinenten aktiv. Du hast über 50.000 Experten, die mit eurer Methode arbeiten. Du arbeitest mit Fortune 500 Unternehmen, mit den United Nations. Wann war es für dich der Auslöser, wo du für dich selber entdeckt hast, Mensch, anstatt nur zu reden, muss man eigentlich was machen und dann hast du quasi deine Karriere als Unternehmer angefangen. Ja, ich bin, wie du sagst, ich bin jetzt mittlerweile Serienunternehmer, habe ein paar verschiedene Organisationen gegründet, sowohl For-Profits als auch gemeinnützige Organisationen in Asien, Amerika, hier in Europa. Und bei mir ging die Reise so ein bisschen los, als ich die Chance hatte, in Genf vor 12 Jahren Eigentümer von großen Unternehmen, aber auch Nobelpreisträger, Wissenschaftler zusammenzubringen, zu der Frage, die mich damals sehr umgetrieben hat, was für Fähigkeiten wir eigentlich brauchen, um in Zeiten starker Veränderung Erfolg für uns, aber auch für Erfolg für unsere Gesellschaft erreichen zu können. Und was damals total interessant war, wir haben über 2 Jahre mit vielen tollen Leuten rund um die Welt gearbeitet. Und das Feedback war, es geht nicht mehr darum, Wissen zu haben, weil Wissen findet man heute online, das ist immer transienter. Es geht auch nicht immer nur darum, Ideen zu haben und kreativ zu sein, sondern was fehlt, was Menschen und Organisationen ausmacht, die erfolgreich sind, ist, dass sie in der Lage sind, eine Idee umzusetzen, ins Tun zu kommen.
Und dann haben wir gesagt, naja, das klingt ja eigentlich ganz logisch, also Sachen auf die Straße zu bringen, ins Tun zu kommen, sich selber zu unternehmen. Das machen Menschen ja seit Anbeginn der Zeit. Und wo kann man das aber eigentlich lernen? Und haben uns dann umgeschaut auf der Welt und gesehen, dass es keine Organisation gibt, die sich dem Thema verschrieben hat, zu sagen, Menschen zu befähigen, wirklich gut darin zu werden, sich selber zu verstehen und dann Ideen in die Tat zu bringen. Und dann kamen einige dieser Tollpersönlichkeiten zurück und haben gesagt, es ist ja toll, dass wir gesprochen haben, aber was machen wir denn jetzt? Und so ging im Endeffekt dann mein Unternehmerweg los. Das heißt, eigentlich durch einen totalen Zufall, über den ich heute sehr dankbar und froh bin. Und seitdem beschäftigen wir uns auch mit der Frage, die mich immer noch genauso antreibt, die auch mein Purpose ist, wenn du danach fragst, wie man im Endeffekt Menschen, wie man Organisationen dabei hilft, wirklich nicht nur bei tollen Ideen zu haben, sondern Sachen umzusetzen, die gut für sie, die gut für die Welt sind. Toll. Und du sprichst mir so aus der Seele. Unser Motto bei dem Big and Growing Festival ist ja auch Make Purpose Work, weil wir nicht die ersten waren, die über Nachhaltigkeit und gerechtes Unternehmertum und eine faire Wirtschaft gesprochen haben. In der Tat ist das Weltwirtschaftsforum ja vor 30 Jahren mit derselben Idee gegründet worden. Die Technologisierung der Wirtschaft hat Auswirkungen nicht nur auf die Shareholder des Unternehmens, sondern auch auf die Umwelt, auf die Gesellschaft. Und wir sollten alle mehr Acht geben aufeinander. Als wir das Big and Growing vor 3 Jahren gegründet haben, war da nicht so viel passiert. Natürlich sind unheimlich viele Organisationen entstanden. Es sind Macher wie du unterwegs. Aber irgendwie, wenn ich zurückdenke, wir haben über den Treibhauseffekt in der ersten Klasse gelernt. Und irgendjemand hat dieses Lehrbuch erfasst. Das heißt, es hat verdammt lange Zeit gedauert, bis wir davon wussten. Und jetzt, glaube ich, kommt es wirklich darauf an, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Dafür bist du da. Also als echter Macher und Enabler für viele andere. Du bist schon auf das Thema Netzwerk dazu gekommen. Also welche Rolle würdest du sagen, spielen Netzwerke heute in unserer Wirtschaft so, wie sie ist? Für die Umsetzung, aber auch für die Befähigung anderer. Ja, also vielleicht zwei Punkte dazu. Also der erste Punkt nochmal zu dem, was du sagst, gibt es jetzt Momentum, wo einfach die Wirtschaft sich nach Umwelt, nach sozialen Themen stärker orientiert? Und da bin ich eigentlich ähnlich optimistisch, wie ich das jetzt gerade von dir gehört habe, dass es hier eine wirkliche Veränderung gibt. Und was mich natürlich antreibt, ist hier zu sagen, das, was soziales Unternehmertum in der Nische schon seit vielen Jahren betreibt, nämlich zu sagen, wie nutzt man unternehmerisches Handeln, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen? Wie bringt man das in den Mainstream und wie macht man großen Konzernen, großen Firmen klar, dass ihre Zukunft, ihr Erfolg daran hängt, ob sie Antworten auf die großen Fragen der Zeit haben für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden? Und da ist das Thema Netzwerk natürlich extrem wichtig, weil es heute meiner Meinung nach keine Expertenorganisation mehr gibt. Das heißt, weißt du, eine Firma, die sagt, ich, wie früher, wir sind die besten Ingenieure in Deutschland, wir wissen genau, wie sowas gemacht wird, niemand weiß es so gut wie wir. Das ist heute der falsche Mindset in meinen Augen, ja? Weil keiner von uns mehr alles über eine bestimmte Sache wissen kann. Unsere Welt, die Information ist so vielfältig, so komplex, es verändert sich so schnell, dass wir alle lebenslange Lerner sind. Das heißt, auch Organisationen müssen den Mindset-Wandel, also die Veränderung in ihrer Haltung eingehen, zu sagen, dass jede Firma noch so toll, wie sie ist, noch so viel Forscher, wie sie hat, auch von anderen lernen kann. Und da kommen Netzwerke rein, weil in unserer Erfahrung, wir nennen das Co-Kreation, also vernetztes Arbeiten, Menschen innerhalb der Organisation zusammenzubringen, aber sie auch mit Menschen von außen zusammenzubringen, dass das eigentlich die wichtigste Form des neuen Arbeitens ausmacht. Es geht nicht mehr darum, was ist mein Jobtitel oder wo bin ich in der Matrix, sondern es geht darum, wie finde ich die Menschen, die alle was beizutragen zu haben, um ein ganz konkretes Problem oder eine Herausforderung anzugehen. Fantastisch. Und bei so viel Dynamik und Flexibilität ist dann eine Sache wichtig, die hoffentlich über eine lange Zeit bleibt,
der Purpose von der Organisation. Und darüber wollen wir vielleicht jetzt von dir hören und unterhalten uns im Anschluss nochmal darüber. An dieser Stelle Aufruf in das Publikum. Ihr dürft gerne den Chat nutzen und uns Fragen stellen. Ich werde versuchen, alle zu berücksichtigen. Ansonsten freuen wir uns jetzt auf Florians Vortrag und wir sehen uns gleich so in etwa 15, 20 Minuten wieder. Wunderbar, vielen Dank, Tina. Du hattest mich ja gebeten, ein paar Gedanken mitzubringen. Ich freue mich eigentlich sehr viel mehr auf den Austausch mit dir und im Publikum. Also bitte alle Fragen stellen, alle Kommentare oder Gedanken, dass wir uns dann relativ schnell in Austausch begeben können. Was ich aber mitgebracht habe, ist eine kurze Reflexion zu der Frage, welche Rolle spielt jetzt eigentlich Purpose in der Zeit nach dem Coronavirus und in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo wir viel noch zu Hause sitzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon wieder im Büro zurück ist. Die meisten von uns werden noch zu Hause sein. Unser Team zum Beispiel hier in Deutschland ist immer noch im Homeoffice. Und viel ändert sich gerade rapide, wenn es um das Thema Arbeitswelten, wie arbeiten wir zusammen, wie geht's uns, wie kollaborieren wir geht. Und da ist einfach die Frage, ist Purpose da noch relevant? Immer wenn ich zu Purpose gefragt wird, fällt mir einer unserer Geschichten ein. Ich, wie gesagt, beschäftige mich ja seit 10 Jahren mit dem Thema, ganz unterschiedliche Menschen, um wichtige Probleme und Herausforderungen zusammenzubringen. Und ein Punkt, der mir da immer wieder, oder eine Erinnerung, die immer wieder kommt, ist, dass wir zum Beispiel einen Prozess mit der Automobilindustrie gemacht haben, wo die Frage war, grüne Mobilität, wie kann man das machen? Was können die Autofirmen dafür beitragen? Und wir hatten hier in Berlin eine tolle Gruppe von Konzernchefs und spannenden Leuten aus den Automobilfirmen. Und es war ein ganz schwieriger Morgen, weil im Endeffekt alle Ideen, die man hatte, was man anders machen könnte, kam jemand, der gesagt hat, das haben wir schon probiert, das klappt nicht, das geht überhaupt nicht und sowieso ist es keine gute Idee. Und dann hatten wir aus der ganzen Welt junge Unternehmer und Unternehmerinnen eingeladen. Und ich erinnere mich dann beim Mittagessen zwischen einem Vorstand zu sitzen und dem jungen Unternehmer aus Westafrika, der ein Solarmobil-Startup gegründet hatte und der erzählt hat, ich bin so begeistert hier zu sein, das ist genau der Purpose, dem ich folge. Ich habe mit $10 meine Firma gegründet, ich habe noch 2 Kinder zu versorgen von meiner Schwester, weil die leider verstorben ist und ich habe denen jetzt Bohnen zu Hause hingestellt, ich bin das erste Mal ins Flugzeug gestiegen, ich bin so glücklich, dass ich hier sein kann. Mich jetzt mit Menschen aus der ganzen Welt dazu auszutauschen, wie wir dieses Thema, die Veränderung der Mobilität in der Welt voranbringen können. Und was ich gemerkt habe in der Situation war, dass auf einmal der Vorstand, der vorher zu allen Nein gesagt hat, eine völlige Veränderung im Kopf hatte und von da an eigentlich sich den ganzen Nachmittag sehr offen mit neuen Ideen auseinandergesetzt hat und eine gute Auseinandersetzung mit dem jungen Mann hatte, was dann dazu geführt hat, dass die zwei danach auch zusammengefunden haben und miteinander gearbeitet haben. Und das ist die Kraft von Purpose. So, jetzt nehme ich mal an, nachdem Sie hier bei dem Talk sind, dann sind Sie wahrscheinlich eher interessiert am Thema Purpose und es ist ja toll, dass viele Menschen und Organisationen sich mit dem Thema jetzt mehr und mehr beschäftigen. Als wir vor 8 Jahren damit losgelegt haben, war das noch ein bisschen komisch. Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel in Deutschland kaum noch eine große Firma, die nicht ihren Purpose hat und die das mit ihren Mitarbeitern auch bespricht. Und ich bekomme auch mit, dass viele schon die Nase voll haben von dem Thema Purpose. Weil jetzt auf einmal ganz viele Berater, die vorher bei den großen Beratungsfirmen waren, jetzt durch die Gegend rennen und jedem erzählen, wie denn Purpose funktioniert und wie man den Purpose machen muss in der Firma. Und Mitarbeiter, die vielleicht das Gefühl haben, dass der Purpose jetzt eigentlich auch nur wieder benutzt wird als Kommunikation. Was früher mal irgendwie Vision oder Mission hieß, nennt man jetzt halt Purpose und damit ist gut. Und die Frage, die ich jetzt aber mit Ihnen heute eigentlich beantworten möchte oder besprechen, ist, was hat denn Covid eigentlich mit uns allen angestellt und ist da Purpose noch relevant? Und wir haben dazu über das letzte Jahr hinweg eine mit unserer globalen Gemeinschaft, mit unserer Community eine große Initiative ins Leben gerufen, die hieß We Emerge. Da hatten wir am Schluss über 1200 tolle Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt, Sozialunternehmer, Leute aus großen Konzernen, aus der Politik, aus den Stiftungen, die wir zusammengebracht haben und eine ganz einfache Frage gestellt haben, nämlich, was ändert sich wirklich durch Covid, durch die
medizinische Krise, die Gesundheitskrise, aber auch durch die wirtschaftliche und die sozial folgende Krise. Und was kann man dagegen tun? Also was müssen wir jetzt konkret tun, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Und da sind ein paar so Kernpunkte, die daraus hervorgegangen sind. Und viele der Kernpunkte werden gar keine Überraschung sein, wissen wir alle. Also ein Punkt ist natürlich, dass die Art, wie wir arbeiten, sich komplett ändert und dass es da ganz viele positive Aspekte daran gibt. Aber es gibt auch das Thema, dass Menschen sich alleingelassen fühlen, dass es Burnouts gibt, die sehr viel häufiger vorkommen, dass die Loyalität zum Arbeitgeber zurückgeht und dass wir jetzt alle herausfinden müssen, wie unser hybrides Arbeitsmodell eigentlich aussieht. Das zweite Thema ist natürlich der digitale Shift, also dass auf einmal alles digitalisiert wurde und die Dinosaurier, sage ich mal, auch reingedrückt wurden und selbst die, die schon sehr stark in der Digitalisierung waren, trotzdem nochmal eine extreme Verschnellerung dieses ganzen Trends erlebt haben letztes Jahr. Ne? Also egal, ob es um die Schule geht, ob es um den Retail geht, ob ums Essen bestellen geht, all unser Leben hat sich da stark verändert im letzten Jahr. Der dritte Punkt, der für uns sehr klar aus dieser WeEmerge-Initiative herausgekommen ist, dass mit dem ganzen ökonomischen Shutdown im letzten Jahr haben wir trotzdem nur 5% CO2 eingespart. Und was das heißt, ist, dass vielen Menschen nochmal klar geworden ist, dass es nicht nur darum gehen muss zu sparen, sondern dass wir wirklich große Teile unserer Wirtschaft neu erfinden müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und dann ein Thema, was uns sehr stark umtreibt bei unserer Arbeit mit The Do, ist die Frage, wie wir eigentlich gegenwirken können gegen das große Auseinanderdriften unserer Gesellschaft. Also da geht es um Arm und Reich, da geht es aber auch, wo kriegen wir unsere Informationen her? Wie verstehen wir uns Teil einer Gesellschaft? Wie kommen wir wieder zusammen in einer Gemeinschaft und gehen damit auch mit Kunden, mit Mitarbeiterinnen entsprechend um? Und zuletzt, was wir auch sehen durch unsere Arbeit mit jungen Unternehmerinnen, ist, dass natürlich ganz viele Menschen ins Unternehmertum, sage ich mal, jetzt geflohen sind, weil sie sonst keine Jobs hatten und dass daraus aber auch wieder ganz viel tolle neue Innovation entstehen wird. Und die Frage ja ist, wie können wir diese Innovation unterstützen? So, und vor diesem Hintergrund ist dann für mich so ein bisschen die Frage, wie relevant ist Purpose? Und ich möchte eigentlich gerne argumentieren, dass Purpose weiterhin zu dem Grundwissen oder, sage ich mal, zu dem Grundhandwerkszeug eines jeden Menschen in der modernen Arbeitswelt gehört. So, und da ganz kurz auf drei Themen eingehen, nämlich Purpose für mich, auf mich angewendet, Purpose für meine Mitarbeiter und Purpose vom Punkt des Unternehmens. Also wenn wir mit dem Individuum anfangen oder mit Ihnen und mir, dann ist Purpose, wenn wir jetzt, vielleicht sind einige von Ihnen Unternehmer oder Freelancer, dann ist das ganz klar ein Energiegeber. Also ist die Frage, warum kämpfe ich, auch wenn es schwierig ist, gerade wenn ich in einem Startup bin oder wenn ich als Freelancer mir jetzt Sorgen machen muss, ob ich wirklich den richtigen Weg gewählt habe, ob ich weiter mich um Kunden bemühen möchte oder nicht, ist Purpose einer der Kernthemen zu sagen, warum mache ich das? Und wie kann ich da auch immer wieder Energie draus schöpfen, um weiterzumachen? Sie kennen alle die Zahlen aus der positiven Psychologie, dass Menschen, die einen klaren Purpose haben, sehr viel resilienter sind. Und das ist natürlich bei Unternehmerinnen ganz besonders wichtig. Ist aber bei Mitarbeitern genauso der Fall, weil es dort in unserer Erfahrung der Purpose ein sehr starker Kompass sein kann. Und ich rede im Moment mit jedem eigentlich Unternehmens-CEO oder Unternehmer oder Vorstand, mit dem ich mich unterhalte, geht es immer darum, dass gerade Veränderungsprozesse anstehen. Also entweder die Firma ist in der Transformation oder in der Umstrukturierung oder irgendeine Art von Change findet statt. Und das betrifft ganz viele der Mitarbeiterinnen. Und da ist ja oft das Gefühl, dass eigentlich über mich entschieden wird und ich von einer Box in die nächste gefahren wird oder sich vielleicht meine Aufgaben ändert. Und auch da ist Purpose extrem wichtig, weil es unserer Erfahrung nach einfach der eigene Kompass sein kann. Mache ich noch das, was ich möchte? Erfüllt es mein Warum? Bin ich am richtigen Ort? Oder habe ich durch den Purpose auch ein klares Argument, warum ich vielleicht nicht am richtigen Ort bin und warum ich mich umorientieren muss? Ja, also das heißt, in dieser Zeit der sehr starken Veränderung, auch der Disruption, wo sich jetzt viele Arbeitsrealitäten ändern, kann Purpose meiner Erfahrung nach ein Kompass, eine Möglichkeit sein, selber das Gefühl zu haben, man ist im Driver Seat. Also es liegt an mir und ich kann selber bestimmen, wo ich hingehen möchte und wo nicht.
Und zuletzt ist es natürlich auf der persönlichen Ebene so, gerade wenn wir jetzt so miteinander reden, also virtuell und uns nicht live sehen können, dass Purpose eine sehr schöne Möglichkeit ist, einander kennenzulernen und zu sagen, was treibt dich an, was begeistert dich, warum tust du, was du tust? Und so auch in einem virtuellen Zusammenarbeiten Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu einem Team zu werden. So, und damit vielleicht kurz eingehen auf das Thema Mitarbeiter. Warum ist Purpose ein Grundhandwerkszeug auch in der Post-Covid-World für Mitarbeiter? Da zwei Punkte ganz kurz. Der eine ist, dass viele Firmen daran arbeiten, schneller und agiler zu werden. Und das bedeutet ein Stück weit raus aus der Matrix. Und das bedeutet ein Stück weit auch Mitarbeitern mehr Teilnahme, mehr Einflussmöglichkeiten, mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt, wo die Firma hin will, wo die Mitarbeiter hin sollen, wo das Team gemeinsam hin möchte. Und das ist natürlich die Strategie. Aber mit der Strategie einhergehend ist es umso wichtiger auch zu sagen, warum machen wir das alles? Und warum strengen wir uns alle so an? Und in diesem Rahmen geben wir euch als Mitarbeiterin bestimmte Möglichkeiten, selbst zu gestalten, selbst zu entscheiden. Aber entscheidet immer im besten Gewissen nach dem Purpose, also nach dem, was uns alle antreibt und auch zusammenkommen lässt. Das ist das eine Thema. Also in meiner Erfahrung, dezentral entscheiden, dezentrales Führen, mehr Verantwortung, mehr, sage ich mal, auch Vertrauen, basiert darauf, dass es ein gemeinsames Verständnis des Sinns, des Warum gibt und nicht nur irgendeine Strategie oder KPIs. Der zweite Punkt ist, dass sehr viele Organisationen sich als Gedanken machen, wie sie eigentlich weggehen von der Matrix und hin zu einem Talentpool, also wo Menschen immer flexibler auf Projekte gestartet werden, mal eine Weile das machen, dann eine Weile das machen. Und auch da kommt es unserer Erfahrung auf zwei Punkte an. Nämlich zum einen auf das Thema, gibt es einen gemeinsamen Purpose und sind die Fähigkeiten da? Und Tina hatte mich vorher gefragt, wo gibt es Chancen bei der Duo-School und bei der Duo mitzumachen? Deshalb ganz konkret Themen, an denen wir gerade arbeiten. Also zum einen, was uns sehr stark umtreibt, ist, dass um den Purpose herum viele Mitarbeiterinnen neue Fähigkeiten brauchen. Und diese neue Fähigkeiten sind nicht unbedingt Tech-Fähigkeiten, sondern das sind Fähigkeiten wie, wie kann ich selbst gesund bleiben? Wie kann ich mich selber effektiv einbringen? Wie kann ich effektiv mit meinem Team zusammenarbeiten? Wie können wir kollaborieren mit anderen? Wie schaffen wir Innovation durch Diversität? Wie können wir vielleicht auch im Bereich Klima und Umweltveränderung etwas unternehmen? Und wie kann ich beeinflussen, was in meiner Organisation passiert? Und da bieten wir tolle Upskill-Kurse an, die wir mit tollen Firmen, mit Experten wie Jane Goodall, Nobelpreis-nominierten Führungspersönlichkeiten aus tollen Firmen entwickelt haben. Da gehen im September die nächsten Kurse los. Wer da Interesse daran hat, schauen Sie sich bei uns auf der Webseite um, thedo.world. Da finden Sie Upskill und da können Sie schauen, ob das auch was für Sie ist. Das zweite Thema, was ich Ihnen ans Herzen legen möchte, ist, dass Sie den Purpose Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, indem Sie gemeinsame Aktivitäten finden, für die man sich engagieren kann. Also in unserem Fall jetzt, wir arbeiten mit dem Jane Goodall-Institut zusammen, weil ich ein großer Fan von Jane Goodall bin, bringen sie in verschiedene Firmen, arbeiten zum Thema Umwelt und sozialem Handeln in der Gruppe. Aber egal, welchen Cause, also welchen Zweck sie sich verschreiben mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einen gemeinsamen Purpose, eine Bewegung, ein Movement zu bauen, um ein wichtiges Thema, ist was, was wir sehen, was einfach einen extrem positiven Einfluss auf die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen hat, auf die Leistungsfähigkeit und am Schluss auch auf den Stolz auf das, was man gemeinsam nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich gemeinsam erreicht hat. So, das vielleicht so ganz kurz durchgerauscht. Ich will einfach auch nicht zu lange reden durch das Thema, warum ist Purpose auch in der Zeit nach Corona oder vielleicht noch mehr meiner Meinung nach ein Grundrüstzeug für mich, für meine Mitarbeiter. Und jetzt noch ganz kurz der Blick auf die Organisation, das Unternehmen. Und da haben wir über 5 Jahre hinweg mit Fortune 500, wie Tina schon gesagt hat, mit vielen großen Organisationen in verschiedenen Ländern,
wirklich daran gearbeitet, was bedeutet es eigentlich heute, eine sinngetriebene Firma zu sein, eine sinngetriebene Organisation. Das kann auch für eine Stiftung oder Non-Profit oder eine Regierungsorganisation zutreffen. Und wir haben herausgefunden, dass es eigentlich um 6 Punkte geht. Der erste Punkt ist, dass es nicht wichtig ist, den Purpose zu kommunizieren, leider. Also es geht nicht darum zu sagen, ich beauftrage jetzt eine Werbeagentur und die macht mir einen schönen Purpose, sondern wichtig ist, sich dazu auszutauschen, wo des Zusammenspiels, also wo das im Englischen sagt man das Alignment, also der Überschnitt zwischen dem Purpose des Mitarbeiters, des Teams und der Organisation ist. Also das heißt, wie kann ich Purpose in meine Innovation, in meine HR, in meine Performance und Reward wirklich einbauen? Das zweite habe ich gerade schon gesprochen, das Thema wirklich Skills für Mitarbeiter und das Thema Mindset-Wandel für Führungspersönlichkeiten. Das dritte hatte Tina vorher kurz angesprochen schon, wie findet heute eigentlich Innovation statt? Und sinngetriebene Firmen sind offener und sind in der Lage zuzugeben, zu sagen, wir brauchen Hilfe von außen. Wir wollen von innen und von außen alle möglichen Menschen zusammenbringen, weil wir glauben, als Plattform erfolgreicher sein zu können. Und das geht auch einher mit dem Thema die Plattform nach außen. Das vierte Thema hatte ich auch schon kurz genannt, das Thema eine Bewegung schaffen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Veränderung voranzutreiben. In meiner Erfahrung, die erfolgreichsten Firmen sind die, die es schaffen, ihre Mitarbeiterinnen so zu begeistern durch den Purpose, dass die Mitarbeiterinnen die Zukunft gestalten und dass Führungspersönlichkeiten sich einfach auch da ein bisschen zurücknehmen können und hauptsächlich Raum halten, unterstützen und dass es tolle Menschen überall auf der Welt gibt, die die Zukunft der Firma gestalten. Der fünfte Punkt nochmal das Thema Networked Organization, also gerade auch, wie arbeitet man mit Netzwerken, mit Menschen von außen, mit Experten zusammen. Und zuletzt, und das ist ja was Purpose auch zum Teil, wo es sehr viel Kritik bekommen hat, dass es so das Whitewashing ist und dass man immer einen schönen Purpose drüber malen kann, aber was verändert sich wirklich? Dass natürlich Purpose und Messen des Impacts, also ESG, des Sozialen, des Umwelt-Impacts miteinander einhergehen muss, weil ich dann auch sagen kann, werde ich meinem Purpose gerecht, erreiche ich, was ich erreichen will, und kann ich darauf stolz sein, muss ich mich verbessern, muss ich was lernen. So, und bevor ich jetzt aufhöre und mich auf die Diskussion freue, einfach im Spirit unseres Doings, würde ich eigentlich gerne einen Aufruf machen, und zwar alle, die heute zuhören. Wir haben das große Privileg, dass wir eine globale Kampagne vorantreiben mit TED, mit vielen anderen tollen Organisationen, wo wir ganz viele Mitarbeiter, Bürger, Menschen dazu einfach mitnehmen, begeistern wollen, kleine Dinge, kleine Fortschritte für die Umwelt zu tun und CO2 zu sparen. Das Ganze ist eine coole Kampagne, heißt Count Us In. Gibt es eine lässige Website, die heißt countusin.org. Und das vielleicht aus diesem Vortrag, wenn Sie sagen, das ganze Thema Zusammenspiel von Purpose für mich, für meine Mitarbeiter, für meine Organisation und als Inspiration zu sehen, nicht nur in der Idee zu bleiben, sondern ins Tun zu kommen, schauen Sie mal drauf, ist für Ihre Familie, für Kinder, für Eltern ganz einfach, kleine Sachen zu unternehmen, damit auch Sie Ihren CO2-Footprint reduzieren können. Man kann es dann messen lassen, sich gegenseitig vergleichen, ist eine tolle Sache. So, das heißt zusammengefasst, warum ich mich gefreut habe, heute mit dazuzukommen, ist zu sagen, aus unserer Erfahrung ist Purpose wichtiger denn je. Es ist zum Grundrüstzeug, aber es ist nur dann von Wert, wenn es auch dazu benutzt wird, nicht nur auf der Kommunikationsebene aktiv zu sein, sondern wenn es wirklich tief in das Arbeiten, die Innovation, die Zukunft, die Strategie, vielleicht Ihre eigenen Lebensentscheidungen, des Ihres Teams und des Ihrer Organisation eingebunden wird. Und wenn es dazu führt, dass Sie mit Überzeugung und mit Begeisterung handeln, und zwar handeln für sich und Ihren Erfolg und für hoffentlich eine neue Wirtschaft, die nachhaltig ist, die innovativ ist, die gleichberechtigt ist. Tina, hier würde ich aufhören. Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Jetzt. Also, ich habe gesagt, vielen Dank, und wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum. Vor allem danke ich für den Aufruf für Taten,
Daten sind, glaube ich, das, was wir am meisten gebrauchen können. Ich gucke mal, was ich hier starten kann. Warum tun sich Alteingesessene, schon ältere Firmen, so schwer, ihren Purpose anzusprechen? Das ist ein bisschen der Tür ins Haus gefallen, aber du hast auch deinen Vortrag mit diesem Thema eröffnet. Was ist deiner Meinung nach der Hintergrund? Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen der Unterschied zwischen Alter und neuer Wirtschaft am meisten. Ja, also das ist ein Thema, was uns auch seit einigen Jahren beschäftigt und in meiner Erfahrung ist es ein Kulturthema. Der Hintergrund ist ja, ganz viele der KMUs, zum Beispiel in Deutschland, also der Mittelständler, haben ja fantastische Werte, sind auch oft entstanden aus wirklich aus dem Lösen eines Missstandes. Also wenn man bei uns an viele der Ingenieurs- oder der Medizinfirmen denkt. Und das heißt, da ist eigentlich ein Purpose da, aber es ist einfach nicht so gewohnt, den nach vorne zu stellen. Und was natürlich dann damit noch einhergeht, ist erstmal die Überzeugung oder das Wissen wieder sich abzuholen oder sich zu verallgemeinern. Warum war am Anfang das Thema Purpose so wichtig? Das Thema Purpose war ja so wichtig, weil tolle Psychologen im Rahmen der Positive Psychology und andere Forscher herausgefunden haben, dass Menschen einfach nicht nur incentivierbar sind über Geld, über Finanzen oder über Status, sondern dass die Realität, sich etwas Größerem zu verorten, uns einfach wirklich nicht nur zufriedener, sondern auch performanter werden lässt. Und viele der älteren Firmen, die, sage ich mal, traditioneller geführt werden, haben in meiner Erfahrung das einfach noch nicht auf der Platte, obwohl sie vielleicht eigentlich viel ernsthafter sich um die Themen Gedanken machen als jetzt ein großer DAX 30-Konzern oder Fortune 500, die das manchmal schon auch so ein bisschen als Feigenblatt benutzen und eine tolle Kommunikation fahren, aber es vielleicht mit dem Purpose gar nicht immer so ernst meinen. Und auch da finde ich eigentlich positiverweise, dass gerade jetzt durch die Veränderung des Bewusstseins im Bereich CO2-Einsparung, im Bereich, in dem Wissen, dass einfach viele Menschen aufgrund der Krise finanzielle Schwierigkeiten haben, psychische Schwierigkeiten haben. Was ich sehe, ist eigentlich sehr viel Behutsamkeit und doch viele Menschen, die sich füreinander und umeinander bemühen. Und insofern denke ich, dass auch jetzt eine wichtige Zeit ist, das Thema nochmal anzusprechen. Heißt, wenn Sie in einer älteren Firma arbeiten oder dort eine Position haben, dann wäre mein Rat, jetzt gerade auch in dem Ganzen, in der Diskussion um, wie machen wir weiter, wie arbeiten wir weiter zusammen, das Thema Purpose jetzt nochmal auf den Tisch zu bringen, weil ich glaube, dass jetzt nochmal ein ganz wichtiger Zeit ist, um wirklich mutige Veränderungen anzugehen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Super. Ich glaube das auch. Vor allem, wenn sich die Welt um uns so schnell verändert, ist es ja ganz gut, zumindest etwas zu haben, woran man sich halten kann. Also seinen persönlichen Purpose oder der von der Organisation. Eine Frage von Hendrik geht in die ähnliche Richtung. Also wenn man sich das traut und den Prozess jetzt bei seiner Firma in Gang setzen möchte. Was ist aus deiner Sicht der beste Weg, wie Unternehmer ihren Purpose finden und das für ihre Mitarbeiter ermöglichen? Ich weiß, ihr macht das tagtäglich. Vielleicht machen wir die Frage weiter. Kannst du uns konkrete Beispiele aus der Tätigkeit der Do School geben, wie ihr Unternehmen dabei unterstützt? Ja, also wie du sagst, wir beschäftigen uns in vielen verschiedenen Industrien damit, tollen Menschen und auch den Führungspersönlichkeiten dabei zu helfen, den Purpose zu finden und dann aber noch wichtiger, ihn zu aktivieren. Und was das ganz konkret heißt als Beispiel ist, der erste Schritt ist natürlich, dass sich die Menschen, die eine Organisation führen, die Gedanken machen, zu sagen, okay, was ist eigentlich der Purpose der Organisation? Das ist ein Prozess. Und ganz oft werden dafür dann zum Beispiel tolle Werbeagenturen eingekauft oder Beratungsagenturen, die dann ganz schicke Präsentationen machen und am Schluss steht dann ein Slogan oder ein Claim und das ist dann der Purpose und dann wird der nach innen rein kommuniziert und dann gibt es vielleicht noch sogenannte Town Halls oder es gibt Storytelling dazu und dann war es das.
Und aus unserer Erfahrung ist das genau der falsche Weg. Das heißt, was wir stattdessen empfehlen würden, und da können Sie sich gerne mit uns auseinandersetzen, das kann man aber sogar selber machen, ist zu sagen, in den Teams wirklich einen Workshop aufzusetzen, bei dem es um drei Dinge geht. Nämlich zum einen mit ganz einfachen Tools zu hinterfragen, was ist der eigene Purpose? Erster Schritt. Zweiter Schritt, was ist der Purpose von dem Team in der Organisation? Also warum gibt es dieses Team? Was ist der Sinn dieses Teams? Und dann nochmal zu sagen, was ist der Purpose der Organisation? Und zum Abschluss dieses Workshops, der wichtigste Schritt ist dann zu sagen, wie kann ich mit meinem Purpose, Florian, auf den Purpose meines Teams positiv auf den Purpose der Organisation einwirken? Also das ist das, was ich vorher mit gemeint habe mit Alignment. Das ist der Schritt, weil Mitarbeiterinnen und Purpose hat dann einen positiven, nachweisbaren, messbaren Wert, wenn es dieses Alignment gibt. Also wenn mit dem, was mich antreibt und mit dem, was ich verstehe, worin die Firma hin will, wenn ich weiß, ich kann da einen Beitrag machen. In dem Moment, wo mein Purpose nichts mehr mit dem zu tun hat, wo die Firma hingeht, bin ich am falschen Ort. In dem Moment, wo ich nicht verstehe, was der Purpose der Firma ist, mache ich vielleicht was Falsches. Das heißt, was gemacht werden muss, ist nicht nur was Schickes zu entwickeln und zu kommunizieren, sondern die Verbindung herzustellen und dann zu sagen, wenn wir diese Verbindung haben, super, und jetzt mit was für Skills, mit was für Projekten, mit was für Aktivitäten können wir am besten den Purpose der Organisation mit unserem Team vorantreiben. War das konkret genug, Tina? Super, vielen Dank. Ich glaube, Hendrik freut sich über den Ratschlag. Danke, Hendrik, für die Frage. Ihr dürft weiterhin euch Fragen überlegen. Nun muss ich eine Frage stellen, die mir ständig gestellt wird. Für mich sind das Thema Purpose und das Thema Nachhaltigkeit so miteinander verwoben, dass ich mich manchmal dabei erwische, dass ich die beiden fast als Synonyme für eine Welt, die wir zusammen alle jetzt doch erbauen müssten, nutze. Und da stoße ich öfters auf Missverständnis. Da wollte ich dich fragen, als der absolute Experte, wie findest du, hängen die beiden Themen zusammen? Ich meine, wir haben jetzt verschiedene Perspektiven davon besprochen. Ich glaube, jeder von uns versteht das ein bisschen mehr. Aber Purpose und Nachhaltigkeit, wie sehr, glaubst du, sind die beiden Themen voneinander zu trennen? Aber in meinem Verständnis und mit der Arbeit, die wir tun, geht es uns ja darum zu sagen, wie schafft man es, eine neue Wirtschaft voranzutreiben, in der Firmen erfolgreich tun und Geld verdienen und für ihre Shareholder attraktiv sind, indem sie Produkte und Services und Dienstleistungen anbieten, die für die Konsumenten toll sind, die aber gleichzeitig auch eine Gesellschaft, eine Umwelt schaffen, in der wir alle leben möchten. Also was nicht mehr der Fall sein kann, ist, dass wir sagen, wir wirtschaften kurzfristig und Menschen verdienen kurzfristig ganz viel Geld und entwickeln dafür aber langfristig ganz viel Schaden. Und Purpose ist ja einer der wichtigen Punkte, zu sagen, warum brauchen wir so eine neue Wirtschaft und wie könnte so eine neue Wirtschaft aussehen? Weil bei Purpose, meiner Meinung nach, geht es ja nicht nur darum, dass es um meine eigene Selbstverwirklichung geht, also was ist mein Purpose und alles andere interessiert mich nicht, sondern Purpose beschäftigt sich ja mit der Frage, warum tun wir etwas und in welcher Welt wollen wir leben? So, und Tina, da ist jetzt ganz klar, die größte Herausforderung unserer Zeit ist natürlich der Klimawandel und die Klimakatastrophe. Und insofern verstehe ich deine Haltung zu sagen, für dich sind die Synonyme, weil eine sinngetriebene Wirtschaft eine Wirtschaft sein muss, die Antworten auf den Klimawandel findet. Und wenn wir uns jetzt die Herausforderung anschauen, ich habe ja bin vorher ganz kurz darauf eingegangen, wie krass eigentlich die Veränderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein müssen, dann ist es klar, dass wenn man sich richtig mit Purpose beschäftigt und in der Frage, in welcher Welt wollen wir leben, dass wir dann alle großen Industrien
anders denken müssen, egal ob es Mobilität ist, ob es Essen ist, ob es Retail ist, ob es unsere Klamotten sind, ob es unsere Beauty-Produkte sind. Und das wiederum ist ja eine Riesenchance. Und insofern bin ich bei dir zu sagen, bei Purpose geht es in der heutigen Zeit auch um auch immer um Klimawandel. Aber für mich in unserer Logik ist bei Purpose geht es eigentlich noch sehr viel größer darum zu sagen, wie sieht denn eigentlich so eine Wirtschaft aus, die uns eine Gesellschaft am Schluss bringt, auf die wir stolz sein können und die wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Und wie in unserer Logik ist die grün, ne, die ist nachhaltig, mhm. aber die ist auch fair. Die schafft auch, dass mehr Menschen weiter in eine Mittelschicht kommen. Also es kann nicht sein, dass wir uns hier auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind jetzt alle ganz nachhaltig, aber ob die Menschen in Bangladesch eine Arbeit haben oder nicht, ist uns total egal, weil wir kaufen jetzt nicht mehr von den großen Ketten, die dort die Jobs geschaffen haben. Das heißt also, Gleichberechtigung ist auch ein wichtiger Punkt und das Thema Innovationskraft, weil nur wenn wir in der Lage sind, neue Ideen voranzutreiben, werden wir auch so eine neue Wirtschaft aufsetzen können. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verbinde die zwei auch sehr eng miteinander, wie du auch siehst an unserer Arbeit. Aber für mich ist immer der Anfang von Purpose zu sagen, in welcher Welt will ich leben? Großartig. Gerade heute hat ja das Europäische Gerichtshof Deutschland wegen der so schmutzigen Luft in den deutschen Städten verurteilt. Von daher, ja, Nachhaltigkeit hat viel mit Umwelt zu tun, aber so wie du sagst, hat es auch mit einer fairen Gesellschaft und mehr Partizipation und Teilhabe für mehr Menschen zu tun. Großartig. Auch Hendrik Böhmer sagt hier super. Ich schalte ab und zu hier dein Mikro auf Stumm, Florian, wenn ich spreche, weil bei dir noch ein Hintergrundgeräusch ist. Aber es ist nicht großartig störend. Damit wir dieses Thema abschließen und weil das jetzt unsere letzte Veranstaltung ist zum Thema Transformation der Arbeit, möchte ich mich provokativ fragen. So viel wurde schon über Purpose gesprochen. Also es gibt ja diesen, das Weltwirtschaftsforum ist da, ob jetzt mit diesem Wort oder nicht. Man kennt das aus der positiven Psychologie, so wie du das genannt hast. Es gab 2009 diesen Artikel im HBR-Magazin 25 Moonshots for Management, wo Purpose einer der ersten 25 Prinzipien der neuen Wirtschaftswelt war, wegen des iPhones und der Digitalisierung und das Internet. Und seitdem gibt es nur noch mehr Menschen, die darüber spekulieren, Beiträge in die Welt setzen und aufklären. Was deiner Meinung nach wurde über Purpose noch nicht gesagt? Das ist eine super Frage. Also was mich, wie du ja auch sagst, das Thema ist manchmal schwierig zu verdauen, weil es niemanden gibt, der nicht mehr über Purpose redet und es ganz viele Experten gibt, die da ganz viele tolle Dinge dazu zu sagen haben. Ich würde mal sagen, in puncto, was wurde noch nicht gesagt, ich kann dir beantworten, was mich manchmal ärgert. Also was mich manchmal ärgert an der Purpose-Diskussion ist, dass ich das Gefühl habe, es geht eigentlich primär darum, die Frage zu beantworten, wie ich meine Mitarbeiter dazu bekomme, dass sie mehr und effizienter und effektiver für mich arbeiten. Und das finde ich auch manchmal das Schwierige an Aspekten von New Work. Ne? Da ist es sehr viel Selbstbeschäftigung. Also gib den Mitarbeitern Purpose, damit sie zufrieden sind und sich toll finden. Und lass es uns nutzen, dass wir in der Organisation gute gestreamlined sind und uns verstehen. Und dann sind wir super am Performen und verdienen ganz viel Geld und alle sind happy. Und so wie ich Purpose schon verstehe, ist es ja wirklich das, was wir gerade besprochen haben, nämlich wie muss ich mich anstrengen in meinen Gedanken und in meinem Handeln, was mega schwierig ist, wo es auch keine leichten Antworten gibt, zu sagen, ich nutze die Frage nach dem Warum, um mich auch der Frage zu stellen, was mein Beitrag ist. Ne, also, und das, finde ich, kommt manchmal bei der Purpose-Diskussion zu kurz, dass es zwar Purpose-Marketing und Kommunikation gibt, aber die wirkliche Frage nach, was ist eigentlich der Beitrag jedes Einzelnen, was der Beitrag der Organisation zu einer Gesellschaft, auf die wir stolz sein können, das, finde ich, kommt nicht oft genug heraus. Und insofern finde ich es jetzt positiv, dass es
ESG-Matrixe gibt, dass es einfach bessere Möglichkeiten gibt, Sachen nachzurechnen, nachzubemessen, dass Firmen sich darüber Gedanken machen, wie sie ihren CO2-Footprint nach außen kommunizieren müssen und offenlegen müssen. All das, finde ich, sind positive Entwicklungen, weil sie uns von dem Purpose-Thema, was ja oft sehr soft ist, ein bisschen zu den harten Fakten bringt. Ja, super. Ich blende jetzt hier auch die Adresse von eurer Initiative, Count Us In, für CO2-Emissionen-Reduktion, soweit ich verstanden habe, oder? Genau. Genau. Kann sich jeder anschauen, Lust zu machen, gerne da mit dabei sein, freuen wir uns. Und ansonsten, wie du ja vorher schon eingeblendet hast, bei uns auf die Webseite gucken, da gibt es viele neue Programme, tolle Möglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und vor allem, was uns natürlich am Herzen liegt, das Thema Upskilling, viele Menschen dabei zu unterstützen, dass sie erfolgreich ihren weiteren professionellen Weg gehen können. Super, finde ich klasse. Zum Punkt professionellen Weg. Ich habe mich jetzt in der Diversity-Debatte letztes Jahr sehr viel mit inklusiver Führung beschäftigt und ich habe gelernt, dass das Wort Privileg eigentlich ein wissenschaftlicher Begriff ist. Ich habe auch über mich selber gelernt, wie viel privilegiert ich eigentlich bin als trotzdem Migrantin und Frau und Tech-Unternehmerin in Deutschland, trotzdem so viele Privilegien. Ich habe auch bei dir in deinem Lebenslauf gesehen, du hast tolle Unis besucht. Du bist auch, wie ich am Anfang gesagt habe, bei dem World Economic Forum als Young Global Leader quasi ausgezeichnet. Welche Rolle, glaubst du, hat es für deinen beruflichen Werdegang gespielt? Zum Beispiel das Netzwerk von dem Weltwirtschaftsforum. Was glaubst du, war der größte Beitrag, den du von deinen persönlichen Privilegien bekommen hast? Ja, also das ohne Frage, wir sind natürlich alle privilegiert, wenn wir jetzt sagen, das findet heute auf Deutsch statt und viele von uns leben in Deutschland. Aber ich hab ganz viel Glück in meinem Leben gehabt, unglaublich viel Glück und bin extrem privilegiert. Ich habe ganz viele Menschen, die mich unterstützt haben, die mir Sachen beigebracht haben. Wie du sagtest, ich habe Stipendien bekommen können, bin an tolle Unis gegangen, habe dort ganz viele Menschen kennengelernt. Und ich habe ja vorher gesagt, mein unternehmerischer Weg ist ein Weg voller Zufälle. Und den hätte ich nicht gehen können, wenn mich nicht Menschen darauf gestoßen hätten, mich ermutigt hätten, mich dabei unterstützt hätten, mir gesagt haben, hätten, was ich alles falsch gemacht habe. Und das ist was uns mit der DoSchool auch sehr stark von Anfang an beschäftigt hat. Also die DoSchool ist ja von meiner Frau und mir gleichberechtigt gestartet worden. Katharin Kirschenmann, die auch in dem Diversity-Bereich, wo du sagst, sehr stark aktiv ist, auch mit UN Women und so sehr, sehr viel zusammenarbeitet. Und was uns am Anfang beschäftigt hat, war, dass in unserer eigenen Erfahrung, weißt du, zum Beispiel, ich war in Oxford an der Universität, da waren Menschen aus der ganzen Welt, das war unglaublich bunt. Wenn man sich aber mal gefragt hat, wo die alle herkommen, dann kamen die alle aus einer bestimmten sozialen Schicht. Also waren sich am Schluss wahrscheinlich ähnlicher. Wir waren uns alle ähnlicher, als wie wenn ich jetzt 5 Kilometer weiter raus in einen Brennpunkt von Berlin gehen würde und dort mich mit Menschen unterhalte. Und was wir uns deshalb überlegt haben, Anfang an, ist ja, wie können wir Fellowships aufziehen, also wie können wir gerade junge Talente zusammenbringen über soziale, über wirtschaftliche, über religiöse Grenzen hinweg. Und deshalb, auch da wieder die Runde zu kriegen, deshalb begeistere ich mich für Purpose. Weil wenn ich zwei Menschen zusammenbringe, wovon der eine in Harvard war und der andere 3 Jahre Grundschule gemacht hat und dann arbeiten musste, dann ist es erstmal nicht so einfach, dass die einen gemeinsamen Weg finden. Aber in dem Moment, wo beide sagen, sie kommen zusammen, weil sie eine totale Begeisterung haben über die Zukunft von Plastik, das begeistert sie, das ist ihr Sinn, da eine Lösung zu finden, dann ist es völlig egal, wie unterschiedlich sie sind, sondern dann finden sie etwas, wo sie zueinander kommen und wo sie gemeinsam etwas erreichen können. Und deshalb glaube ich, dass, wenn man das Purpose-Thema gut aufzieht, dass es uns auch dabei helfen kann, Privilegien, sage ich mal, anders zu gestalten und egalitärer, sage ich mal, Menschen zusammenzubringen.
Aber ich bin mir, um das nochmal, ich bin mir total bewusst meiner eigenen Privilegien, auch wie du gesagt hast, ne? Von dem, ohne die Vorteile, ohne die Unterstützung von ganz vielen Menschen hätten wir nicht das geschafft, wo wir jetzt nach 10 Jahren sind. Und trotzdem ist es toll, ihr gebt ja so viel zurück, von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt ist das Weltwirtschaftsforum 30 Jahre her. Was glaubst du, haben wir, worüber sprechen ich und du in 30 Jahren nochmal in diesem Webinar? 30 Jahre Post-Covid, 60 Jahre Erkenntnis, dass es nicht nur um Shareholders geht. Wie glaubst du, sieht unsere Welt aus? Und ich hoffe auf eine positive Aussicht. Ich bin hoffnungsloser Optimist. Das heißt, du kriegst von mir nur eine positive Antwort. Allerdings bin ich immer ganz vorsichtig, wenn ich Menschen höre, die behaupten, dass sie mir erzählen können, wie die Zukunft aussieht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, weil sie so schwierig und vielfältig und wunderschön und voller Überraschungen ist. Und ich glaube, wenn dir und mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass wir bald für 14 Monate zu Hause sitzen und uns nicht mehr bewegen, dann hätten wir den Menschen wahrscheinlich sehr komisch angeguckt. Obwohl wir vor ein paar Jahren zum Beispiel mit Pandemie-Themen zum Beispiel schon mal gearbeitet haben, hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas erlebe. Aber vielleicht Themen, über die ich mir Gedanken mache, weil ich glaube, dass sie auf uns auf die eine oder andere Art und Weise zukommen werden. Ich glaube, dass wir hoffentlich in 30 Jahren Antworten auf die Klimakrise gefunden haben. Das ist mein größter Wunsch und da werde ich auch einen Teil meiner Energie und meiner Arbeit der nächsten Jahre und Jahrzehnte drauf einbringen. Dann glaube ich, die Frage, die uns beschäftigen wird, die wir in 30 Jahren wahrscheinlich auch beantwortet haben müssen, ist, wie sehr lassen wir unser Leben von Technologie leiten? Also wie gehen wir miteinander um? Wer entscheidet eigentlich, wie so eine digitale Infrastruktur aussieht? Entscheiden das private Firmen wie in Amerika? Entscheidet das der Staat wie in China? Finden wir denn da in Europa hoffentlich einen besseren Weg? Und wie kann denn so ein besserer Weg aussehen? Und da Antworten drauf zu finden, da freue ich mich wahnsinnig, was es da sicher für tolle Menschen gibt und was die da für Antworten drauf finden werden. Und zuletzt, ich glaube, in 30 Jahren werden wir hoffentlich nochmal einen anderen Horizont vielleicht haben, wie lange wir leben und was wir in unserem Leben noch alles erreichen können. Und wenn Gesundheit hoffentlich für mehr und mehr Menschen immer weiter möglich werden wird, was heißt es dann für unsere Art, wie wir über unser Leben nachdenken? Also wenn du und ich bin noch nicht in dem Mindset, wo ich denke, ich werde 100 Jahre alt. Ich bin 40, bin schon froh, dass ich so weit gekommen bin. Ich weiß nicht, ob wir da in 30 Jahren nicht komplett anders drüber nachdenken. Also das sind so 3 Punkte. Wir haben die Klimakrise irgendwie geschafft. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir uns nicht die eigene Freiheit von irgendwelchen AI-Algorithmen wegnehmen lassen. Und wir sind weiter miteinander gütig und finden andere Arten, füreinander da zu sein, weil wir ein langes, tolles Leben vor uns haben. Das wäre mein Wunsch für ein Gespräch in 30 Jahren. Ein absolut fantastisches Abschlusswort. Vielen Dank, Florian, dass du mit uns dabei warst. Vielen Dank für eure Fragen. Ich glaube, so wie ich Florian erlebt habe, hat er euch tatsächlich auch eingeladen, ihm zu schreiben an florian@theduschool.org und freut sich auch, Themen mit euch im Anschluss auch nachzugehen. Mehr Informationen über The Do School und ihre Initiativen findet ihr entweder auf The Do World oder den Link, den wir im Chat haben für die Initiative Count Us In org. Und an dieser Stelle sage ich, danke, dass du mit uns warst. Du bist unheimlich inspirierend. Deine Machermentalität ist ansteckend. Und wer noch nicht genug von Florian und seinen Tatendrang hat, kann sich gerne sein TEDx-Talk im Internet anschauen oder ihn auf LinkedIn oder auf dem Weltwirtschaftsforum folgen. Ende vielleicht mit einer kleinen Geschichte, an die du mich erinnert hast. Als ich 6 war oder 7, hat meine Mutter einen Computer nach Hause gebracht und sie war quasi der Beginn von meiner Tech-Reise.
Damals hat sie gesagt, Tina, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Builder und Consumer. Das hat sie natürlich auf Bulgarisch gesagt, lässt sich nicht so gut auf Deutsch übersetzen. Und ich glaube, damals habe ich schon verstanden, was sie mir mitgegeben hat, dass ich eben unsere Welt versuche zu gestalten. Was ich aber glaube, in der heutigen Realität nicht mehr der Fall ist, dass man das nur tut, wenn man sich dafür entscheidet oder entschieden hat, sondern ich glaube, man tut das so oder so die ganze Zeit. Von daher schließen wir uns hoffentlich alle deinem Aufruf an, das mitzumachen und das bewusster zu gestalten. Und wer möchte, kann bei der DUSCO immer mal wieder mitmachen. Ihr sucht ja ab und zu Duo in Residence oder für eure Projekte Unterstützer. Informiert euch bei Florian oder auf der Webseite und folgt ihnen auf Social Media. Ich bedanke mich und wünsche jetzt allen einen schönen Feiertag. Und ich hoffe, Florian, wir können uns mal auch ohne ein Event miteinander austauschen. Super. Also, tschüss.